Willkommen zurück. Wir befinden uns im Arbeitsblatt Grenzwerte von Folgen und im Fenster Baukastenprinzip. Was du bereits kennen solltest, sind die Grenzwertsätze. Und wir werden die Grenzwertsätze jetzt dazu benutzen, um Grenzwerte von zusammengesetzten Folgen zu berechnen. So, wir wissen bereits, dass die Folge, wo das nte Folgenglied jeweils 1 durch n ist, als Grenzwert 0 hat. Und das wird sich jetzt als sehr nützlich erweisen. In Teil a haben wir die Folge, wo an gleich 1 durch n hoch 2 ist und wir würden gerne den Grenzwert berechnen. Wir haben hier zwei Möglichkeiten. Wir können 1 durch n hoch 2 als 1 durch n mal 1 durch n schreiben und dann den dritten Grenzwertsatz benutzen, der besagt, dass wenn ich zwei Folgen habe, jede von den zwei Folgen hat einen Grenzwert. Und dann bilde ich eine neue Folge, wo das nte Folgenglied jeweils das Produkt der zwei nten Folgenglieder ist. Dann ist der Grenzwert der neuen Folge das Produkt der zwei alten Grenzwerte. Somit erhalten wir hier, dass an 0 mal 0, also gleich 0 ist. Hier haben wir Grenzwertsatz 3 benutzt. Die andere Möglichkeit ist, ich kann 1 durch n hoch 2 als 1 durch n das Ganze hoch 2 schreiben und dann Grenzwertsatz 5 benutzen. Ich habe hier eine Folge, die ich aus der Folge 1 durch n gebildet habe, indem ich für das nte Folgenglied jeweils das Abbild von 1 durch n über die stetige Funktion x hoch 2 genommen habe. Grenzwertsatz 5 besagt dann, dass der Grenzwert der neuen Folge einfach das Abbild des alten Grenzwerts über die stetige Funktion ist. Also erhalten wir hier, dass der Grenzwert 0 hoch 2 ist und das ist natürlich wieder gleich 0. So, das war Grenzwertsatz 5. In Teil b haben wir eine Folge, die wir uns als zusammengesetzt aus drei Folgen denken können, nämlich aus der Folge 42 durch n hoch 2, 6 durch n und 5 mal Cosinus von 1 durch n. Und ich erhalte das nte Folgenglied jeweils, indem ich das nte Folgenglied der ersten Folge nehme, ich subtrahiere das nte Folgenglied der zweiten Folge und dann addiere ich das nte Folgenglied der dritten Folge. Also kann ich Grenzwertsätze 2 und 1 benutzen, um den Grenzwert der Folge bn als den Grenzwert der Folge 42 durch n hoch 2 minus Grenzwert der Folge 6 durch n plus Grenzwert der Folge 5 mal Cosinus von 1 durch n berechnen. So, hier senden wir natürlich jeweils n ins Unendliche. Wie berechne ich diese drei Grenzwerte? Naja, um den ersten Grenzwert zu berechnen, kann ich mir 42 durch n hoch 2 als 42 mal 1 durch n hoch 2 denken. Für die zweite Folge kann ich 6 mal 1 durch n schreiben. Und die dritte Folge lasse ich so, wie sie ist. Jetzt sehe ich, dass ich eine Folge habe, die aus der Folge, wo jedes Folgenglied gleich 42 ist, gebildet wurde und der Folge 1 durch n hoch 2. Das heißt, der Grenzwert der neuen Folge ist dann das Produkt der zwei alten Grenzwerte. Die Folge, wo jedes Folgenglied gleich 42 ist, hat natürlich als Grenzwert 42. Der Grenzwert der Folge 1 durch n hoch 2 ist 0. Etwas Ähnliches passiert hier. Der Grenzwert der Folge, wo jedes Folgenglied 6 ist, ist 6. Der Grenzwert der Folge 1 durch n ist 0. Hier habe ich wieder das Produkt von zwei Folgengliedern. Der Grenzwert der Folge 5 ist 5. Und um den Grenzwert der Folge Cosinus von 1 durch n zu berechnen, berechnen wir den Grenzwert der Folge 1 durch n
Und wir nehmen das Abbild über die stetige Funktion Cosinus. Das heißt, wir bekommen 0 minus 0 plus 5 mal Cosinus von 0 und Cosinus von 0 ist 1. Das heißt, der Grenzwert hier ist 5. In Teil c haben wir eine Folge, wo cn die Quadratwurzel von 4 durch 3 mal n hoch 2 plus 9 ist. Das heißt, ich habe eine Folge, wo das nte Folgenglied das Abbild von 4 durch 3 mal n hoch 2 plus 9 über die stetige Quadratwurzelfunktion ist. Das heißt, ich kann wieder Grenzwertsatz 5 benutzen. Der Grenzwert der Folge cn ist dann einfach die Quadratwurzel der Folge des Grenzwerts der Folge unterhalb der Quadratwurzel. Also der Grenzwert von 4 durch 3 mal n hoch 2, das Ganze plus 9. Das hier ist wieder eine Folge, wo das nte Folgenglied der Summe von zwei nten Folgengliedern ist. Das heißt, wir haben hier den Grenzwert der Folge 4 durch 3 mal n hoch 2 plus den Grenzwert der Folge 9 und die Quadratwurzel davon. Ich kann mir jetzt die Folge 4 durch 3 mal n hoch 2 als 4 durch 3 mal 1 durch n hoch 2 denken. Das heißt, der Grenzwert ist dann der Grenzwert der Folge, wo jedes Folgenglied 4 durch 3 ist, multipliziert mit dem Grenzwert der Folge 1 durch n hoch 2. Das heißt, wir bekommen hier die Quadratwurzel von 4 durch 3 mal 0 plus der Grenzwert der Folge 9 und der ist 9. Das heißt, das ist die Quadratwurzel von 9 und das ist nichts anderes als 3. Um den Grenzwert der Folge in Teil d zu berechnen, schreiben wir dn zuerst einmal um. Und zwar heben wir hier die höchste Potenz von n heraus, im Zähler und im Nenner. Das heißt, wir bekommen dann im Zähler n hoch 3 mal 4 minus 2 durch n hoch 2 plus 3 durch n hoch 3. Und das Ganze dividiert durch n hoch 3 mal 5 minus 1 durch n minus 1 durch n hoch 3. Jetzt können wir n hoch 3 kürzen und um den Grenzwert dieser Folge zu berechnen, berechnen wir den Grenzwert des Zählers und wir dividieren durch den Grenzwert des Nenners. Dürfen wir, solange beide Grenzwerte existieren und der Grenzwert des Nenners nicht gleich 0 ist. Naja, im Zähler ist der Grenzwert der Folge, wo jedes Folgenglied 4 ist, also 4, minus 0 plus 0. Im Nenner haben wir Grenzwert der Folge 5, also 5. Minus 0, minus 0, also ist der Grenzwert gleich 4 Fünftel. Um den Grenzwert der Folge en zu berechnen, machen wir etwas sehr Ähnliches. Wir heben die höchste Potenz von n im Zähler heraus. Und das Gleiche im Nenner.
Der Unterschied ist allerdings, dass hier die Potenzen nicht gleich sind. Im Zähler ist die höchste Potenz n hoch 2. Das heißt, wir bekommen n hoch 2 mal minus 3 plus 5 durch n hoch 2. Und im Nenner ist die höchste Potenz n hoch 3. Das heißt, wir haben dann n hoch 3 mal 2 plus 1 durch n minus 3 durch n hoch 3. Wir können hier natürlich auch kürzen. So, da möchte ich noch ein Ist-Gleichzeichen. Was wir jetzt bekommen ist, wir haben 1 durch n mal minus 3 plus 5 durch n hoch 2. Das Ganze durch 2 plus 1 durch n minus 3 durch n hoch 3. Naja, wir wissen jetzt, dass der Grenzwert der Folge 1 durch n 0 ist. Das heißt, der Grenzwert der gesamten Folge ist dann 0 mal der Grenzwert von diesem Ausdruck hier. Im Zähler bekomme ich als Grenzwert minus 3 plus 0. Im Nenner haben wir 2 plus 0 minus 0. Und somit ist der Grenzwert gleich 0.